Ich heiße Kalsane. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. So wurde ich zu El Quarkio, einem Mastvieh. Trotzdem habe ich den scharfen Verstand eines Karls behalten. Wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen geht, mache ich jedem Lacher was vor. So, Rose, ne? Na, Rose? Melly? Okay. Mal kurz geguckt, wie lange die Tasks brauchen da von den Clownsnasen, ne? Ja, schlecht, oder Chat? Ui, gut, dass ich heute live gekommen bin, sag ich. Allein für den Content auch. So, Sane war vorhin relativ lange her mit Eldos da am Start. Sprich, wenn es da in Eldos liegt, könnte es wahrscheinlich Sane sein. Cello, Eldos lebt sogar noch. Ja, ja, gerne auch, ne? Weite spicy Strats in die Kommentare schreiben für Among Us, wenn ich mal wieder ein Poster werden sollte. Oh, Sane. Sane macht er die Task. Das sieht man erstmal ziemlich gültig aus. Mhm. Noah? Also Noah kam gerade in Navigation reingelaufen. Ja. Und die Leiche liegt weapons. Muss ich tatsächlich widersprechen. Ich kam von unten. Ich war erst dazu runtergelaufen. So. Ich habe mich von unten von Admin nach rechts gearbeitet. Admin da ja Kreditkarte durch den Schlitz gezogen, dann bei den Schilden diese komischen roten Bälle. Dann hochgelaufen und nach rechts direkt. So, Eli, eine Frage. Wenn du in den Camps warst, dann musst du ja bestätigen können, dass Noah von unten hochgelaufen ist. Ja, es waren viele. Ich weiß, dass Rose, du bist Cafeteria, ne? Nein, sie ist Navigation vor. Navigation auch. Also okay. Ich bin von unten gekommen, von dem... Also dann bist du weitergelaufen. Nee, ich bin dann in Navigation reingekommen. Also, dann kann den Kill, glaube ich, nicht gemacht haben. Ja, wenn sie frisch ist, kann Sane für den Kill nicht sein, weil nichts zwei Ranger ist. Ausschlussverfahren oder nicht? Eli, Eldos, Sane, Danny und ich sind die ganze Zeit links bei Camps. Ich war jetzt gerade in Electrical, by the way. Also, wie gesagt, Rose stand schon vorher da. Dann bin ich hingegangen und dann kam Noah entgegen und die Leiche, ich gehe nach oben, die Leiche liegt oben. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich find's interessant. Bei mir waren nur Rose und Ryrex. Bin erst bei Athens gewesen, dann Schild und dann O2 und dann direkt rechts rüber zu Navigation, aber nicht Weapons. Also laut den Calls ist es jetzt entweder Dinkel, Matze, Self-Report, Noah. Ja. Okay, mach Skip. Ist vielleicht Nerd? Der, du stinkst. Nerd ist tot, du Arsch. Ich wollte nur ein bisschen treten. Ich will nicht wissen, was er beleidigt. Nerd minus 150 Euro, Oli. Okay, der Quarkige muss leben. Wenn es Eli nicht ist, muss Eli auch leben. Rose. Oh, macht sie mich da weg. Also der Reactor dürfte eigentlich nicht hochgehen. Rechts war keiner oder weniger Leute. Nice, das heißt, ich kann die jetzt ein bisschen nutzen für die Task. Rose da erstmal, weiß ich nicht, wie lange sie da im Download war. Matze Bucher, komm hierher. Da passiert relativ wenig, right? Da werden keine Kills fallen, weil die alle zusammen sind. Schwierige Hase. Gänseschwanz. Bitte nicht. Matze läuft. Okay. Boah, Bruder, ja, ist das geisteskrank, Digga. Was ist das für eine Runde hier wieder, ihr Bastarde? Nicht fettfingern. Also, Bucher. War vor doch da, Digga. Er hätte es doch machen können, so Matze. Wenn wir eine Leiche finden, dann ist es sehr wahrscheinlich Matze. Matze? Holy shit! Fuck. Sicher, was ist denn das jetzt? Ich weiß, wer es ist. 100%! Oh nein. Oh nein. Doch, nein. Ich war in den Camps dazu. Okay. Und hab geklupscht in irgendeinem Fenster, dass da Melly ausgesperrt war in diesem Cafeteria-Ding. Ja. Aber genau in dem Raum, wo ich Sane gefunden habe. Ich war nicht in Cafeteria, wait. Nein, da drunter. Da drunter, Admin. Da, wo ich, genau in diesem Raum, der eingesperrt war. Ich habe den Raum zugesehen, bin direkt dahin gelaufen und habe Sane gefunden. Es muss Melly sein. Das kann es gar gibt sein. Keinen drumrum. Wo genau war der? Wo genau war die Leiche? Leiche im Lager, genau, unter Cafeteria. Weiter links, meinst du? Ja, links mit dem Storage. Er meint Storage unten. Ja, aber das sieht er doch gar nicht in den Camps. Im Lager. Er sieht, es kann nicht sein, weil in dem Moment, wo die ganzen Türen zugegangen sind, war ich auf der rechten Seite, ich kam da gar nicht durch. Ich habe halt irgendjemanden gesehen in Storage. Ich wollte da gerade reingehen, aber wie kannst du mich sehen in Storage, wenn du halt in den Camps bist? Er sieht dich im Admin-Gang und wenn da die Tür unten zu ist, kannst du nicht rauslaufen. Aber ich war auf der rechten Seite. Ich glaube, da habe ich es gesehen. Danny, waren die Camps überhaupt an gerade?
Die waren doch aus, da bin ich dumm. Ich glaube, am Ende waren sie aus, letzten Sekunden waren sie aus, aber davor waren sie aus. Ja, weil ich da hingelaufen bin. Okay, okay. Wenn er hingelaufen ist, ist so okay, oder? Wenn er hingelaufen ist, wir waren doch gerade davor gestanden, oder nicht? Ich hab mich doch geachtet. Ja, ja, ich war mit da, aber ich hab doch. Es geht nicht. Leute, ganz kurz, bevor wir ein bisschen Runde rausbringen, wir nicht bei 7 nicht. Warte, wo bist du gerade, Melly, wenn du rechts Cam aufmachst? Zwischen Shields und Storage. Dazwischen. Okay, macht's geht. Zweiten Namen, den ich in den Feuerkelch werfen möchte, ist Matze. Danke. Einfach so. Ja, ja. Ich hab ein Gefühl. Digga, du wirst. Ja, die Leiche war bestimmt hier, Digga, bei Mad Bay. Und er wollte sie dann dingsen. Und er wollte sie dann dingsen. Noah, Bucher, Melly. Matze, ist er dann Cam Range überhaupt? Es sind 3 Kills, ne? 3 Kills, gut. Eldos läuft. Matze in den Camps. Matze in den Camps, Digga, maybe pray, dass dein Mate abgeht. Weil es halt eine Clowns-Runde ist, beten die, dass wir wieder durch O2 verkacken, ist das krank, Mann. Melly spielt gut. Melly bewegt sich nicht schlecht, Digga. Matze ist die ganze Zeit in den Camps und es fällt kein Kill. Es fällt kein Kill. Matze, die ganze Zeit Camps, fällt kein einziger Kill. Und jetzt bewegt er sich. Macht Dings an. Elders in den Camps weiterhin. Passt aber noch 8 Sekunden Pause zum Eingeben. Matze wartet sehr lange dafür. Es passieren keine. Okay, wir feuern den ersten Post raus. Und zwar Melly. On Camps in den Ventspring sollte nicht sein. Und ich würde vielleicht, ich weiß ja nicht, ob Rose lost ist, aber Rose ist die ganze Zeit rechts und macht keine Task, läuft von links nach rechts, läuft wieder hin. Ich hab sie. Ich melde die Rede mal an. Warte, nein, wir werden noch nicht voten. Wir haben alle Zeit der Welt. So. Ich hab das ganz kurz, Matze, in welcher Cam? Melly, du bist in der unten rechten Cam, bist du gerade von Shields nach oben gelaufen, hast dich auf den Vent gestellt und dann hast du gewartet. Ich dachte mir so, weh, du springst jetzt da rein und dann springst du da einfach rein. Ganz kurz. Okay, lass mich kurz reden. Matze, du warst die ganze Zeit in den Camps, ja? Ich war die ganze Runde in den Camps, ja. Das kann jeder bezeugen. Und dann läufst du aber nicht, also das kann nicht jetzt gewesen sein. Es müsste von einer Minute passiert sein. Warum gehst du da nicht zur fucking Emergency Call? Als sobald sie in den Vent gesprungen ist, bin ich rausgelaufen und dann kam direkt O2. Ich habe oben O2 sogar gefickt. Und bin am dann Ende. Am Ende hast du gefixt. Du hast richtig lange gewartet. Und ich hab dich am Ende auf dem Schirm. Du stehst dann die ganze Zeit Camps und es fällt kein einziger Schwanzkill. 100% Call. Es fällt. Also, du bist in den Vent geschwungen. Danny, bitte, ich bin minus 80 Euro heute. In den Vent rein, Bro. Matze wollte schon noch anfangen, Noah raushauen, so vom Ding her. Jetzt will er Melly raushauen. Aber das Ding ist, Noah wollte dann auch Melly raushauen. Irgendwie. Ich wollte Matze. Ja, aber bei mir war es ja auch mit Begründung, weil ich in den Camps jemanden gesehen habe. Ich wollte Matze. Ja, okay, dann. Und dann bitte votet nach mir, Matze. Bitte. Wichtig! Nee, nicht wichtig. Oh mein Gott, ist over. Das war's. Weil ich dachte, dass 4-4 ist und keiner gewotet wurde. Deswegen dachte ich, hab ich verzählt. Digga, ich geb 100% Call, du Clown. Oh, es war richtig, oder was? Guck, Gänsehaut. Oh mein Gott, Digga. Gott sei Dank, Digga. Oh. Scheiße, Elders nur 8, du Scheiße. Ich sitze auf dem Einrad. Ach du Kacke, Digga. Oder? Sitze ich auf dem Einrad? Das müssen wir halt gewonnen dann, wenn es nicht gewesen wäre. Hä? Digga, mir geht's gar nicht gut. Digga, es liegt am Admin-Table. Okay, ich will eine Sache reinwerfen in den Raum. Also Rose und ich können den Kill nicht gemacht haben. Danny hat gerade gesagt, wichtig bei mir, als ich fast rausgeworden worden bin und war die ganze Zeit auf mich drauf, obwohl ich die ganze Zeit in Camps war. Guck mal, Bro. Und das macht sich sehr, sehr sass, weil Danny 100% richtig war. Lass mich reden, bitte. Dann noch eine Sache und danach kannst du reden. Ja, okay. Und Danny, du warst sehr oft an den Admin-Table, die ganze Among Us-Stunde lang. So, jetzt kannst du reden. Ich habe mich gefreut, weil ich, auch wenn Noah sie schon sass hatte, angeblich gesehen hat, habe ich mich gefreut, weil ich hatte dich auf dem Stimm. Ich hab dich in den Raum geworfen, dann passiert kein einziger Kill, Digga. Du warst so lange in den Camps, gehst aber nicht reporten. Dann siehst du es am Ende, wo du nicht mehr in den Camps warst, weißt du? Und machst dir den Emergency Call. Das fand ich halt sehr komisch. Und ich dachte,
weil 4-4 ist. Ich dachte, du hast viermal gewotet und sehe, dass keiner rausfliegt. Weil ich dachte, dass du uns alle fixt. Deswegen habe ich mich gefreut. Ihr könnt mich voten, aber es wäre verklaunt. Melly ist richtig. Einfach die Task machen. Ganz kurz, mir ist etwas aufgefallen. Ja. Als ich gerade gesagt habe, ich vote Melly, hat Eldos gesagt, okay, es ist Rose. Aber warum hat also wenn Melly es war jetzt, warum hat Eldos sie beschützt dann? Eldos, wo warst du eben? Ich habe sie gevotet. Eldos, wo warst du vor Communications jetzt die letzte Runde? Ich war rechts, ich habe diese Rakete in Mitte platziert. Ganz kurz, haben wir irgendwelche Info, also war irgendwie zusammen? Ich mache jetzt gerade unten Download. Ich war am Ende mit Eldos, er war vor rechter Seite, er könnte halt hingewendet sein, ne? Also rausgewendet. Geister, macht eure Bastard-Task, ich kann das alles nicht mehr. Eldos, Matze, Rose, alle auf uns zusammen, wer ist nicht dabei? Bucher, okay. Ach, Rose macht die Task, Gänseschwanz. Gänseschwanz, wir laufen. Wir reden, Matze, schön. Rose, Eldos zusammen gewesen. Sehr schön, Matze, Bro, sehr schön. Genau, wir gucken, du gehst da. Matze, komm doch bitte nicht mit, Digga! Kann ich nicht, ich hab sowas, Digga. Er muss sich vor einer Minute irgendwie wenden. Oh mein Gott. Wer war's? Digga, Danny, ich dachte, du bist der, der uns heute retten kann, ne? Eldos, ich warte seit drei Runden, dass du irgendjemanden killst. Ja, Danny, erklär dich mal bitte. Am Ende der einen Runde werfe ich Matzes Namen in den Raum. Und auf einmal steht da nur Camps, kein einziger Kill fällt. Und du musst Melly dann irgendwo so vor ein, zwei Minuten wenden sehen haben, weil du die letzten 20, 30 Sekunden mit mir warst. Und ich dachte mir, warum drückst du Danny dann erst auf Krampf so diesen Emergency Call? O2 war an, er kann nicht Emergency drücken. Bitte. Davor. Ich hab's dir erklärt. Ich bin aus Camps raus und sofort kam O2. Ja, hat für mich zeitlich nicht gepasst mit O2. Schere. Du merkst bei der Argumentation, Danny, von einem Matze zum Beispiel mit O2 an. Das ist krass gut argumentiert. So. Und jetzt Fresse halten. Leiche liegt in fucking Security. Mert hat diesen Kill zu 100% nicht gemacht. Hört ihr mir zu? Nicht gemacht. Egal was passiert, wenn Mert nachher Kreuz gibt, dann hört auf ihn. Außer er ist der Zweite, das wäre aber unwahrscheinlich, glaube ich. Er hat mich schon safe gekillt. Nur angesasst für die Runde. Er war electrical, kann aber lange gewesen sein. Es muss nicht sein. Die Leiche Security Lights sind aus. Es kann sein, dass er es ist, ist aber eher unwahrscheinlich. Wer ist wo? Jetzt reden. Wir fangen an bei Matze oben links. Weapon. Gut. Bucher. Wenn einer lügt, sofort reinrufen. Ich bin die ganze. Ich war die letzten 20 Sekunden, 30 Sekunden Admin am Table. Irgendwann kam Noah rein vor 10, 15 Sekunden. Also auch eher unwahrscheinlich sein. Okay, dann. Okay. Sehr schöner Call. Noah, Danny, wo bist du? Wie gesagt, da war ich Electrical Admins, dies, das, da. Ja. Du kann sein, dass du gewendet bist, aber ich sag auch eher unwahrscheinlich. Ist zu lange. Ey, Quacko, wo bist du? Ist der Quackt? Ich war. Ey, einfach sagen. Ich war kurz Lower Engine mit Zane und bin, glaube ich, links gelaufen. Ich war vorher. Okay, Zane, wo bist du? Bestätigen. Ich bin zwischen Lower Engine und Security, ich wollte gerade hoch. Wo warst du? Danny oder Flip du? Wer davor? Ja, Storage. Ich war Storage und Danny auch. Und ich war beide Storage. Und davor war ich Admin. Melly, wo bist du? Ich bin Electrical, hab davor Rose ignoriert, ganz out. Gesehen. Ja, Rose, wo bist du? Ich bin ganz rechts, Navigation. Ich würde sagen, ist ein New Play von Noah. Nein. Ja, hör mir zu, Mert wieder auf mich. Mert, skippt. Ohne Sinn. Und skippt, unwahrscheinlich. Nee, nicht diesen Kill gemacht, Mert. Nicht diesen Kill gemacht, Bucher. Nicht diesen Kill gemacht, Rose. Noah, ich hab Noah nicht weiß geworden, ich nicht. Ne? Noah weiß ich nicht. Danny, Matze, Melly und Zane auf dem Schirm haben. So, ich habe ihn gewotet für Erkan. Das ist die Information. Um die Wogen zu glättern. Mert, lauf mit mir. Boah, das Ding ist, jetzt sind meine Calls erst vor der verbrannte Erde. Egal, was ich sage. Ficken. Gut. Ich sehe mich mal eine Runde in dem guten alten Core Classic. Obwohl, Camps sind an. Camps sind an. Näher Jello zusammen. Oh nein, diese Wirt-Task, Bruder. Nicht. Wer war das? Es war hell. Melly. Oh mein Gott. Flo, danke für die 4, Liebe. Okay.
Hallo, hallo. Ich habe Quacko gefunden in Reactor. Ich habe Rose relativ, Rose ist auch tot, relativ früh halt in Admin gesehen. Hä? Wo liegt die Leiche bitte? Reactor, in Reactor, Reactor oder unten? Mitte Reactor. Ey, da müsste ich sie gesehen haben, da musst du sein. Noah, willst du mich verarschen? Diesen Kill habe nicht gemacht. Noah, das ist die Sicherung, die sie gemacht hat. Mert, diesen Kill haben nicht gemacht. Bucher. Zane, Matze, Melly waren links. Melly war kein Self-Report. Nein, ich rede jetzt, ich versuch's auf die Art, okay? Sonst verlieren wir wieder. Diesen Kill haben gemacht. Entweder Dia, Zane oder Melly. Melly macht kein. Dia, Matze, Zane oder Melly. Melly macht kein Self-Report. Zane war links an den Camps. Ich habe ihn alleine gelassen. Er hat nicht Reactor gemacht. Er ist als einziges links geblieben. Feuert nachher ab. Bei 7 wählen wir nicht. Ich werde jetzt sterben. Hallo, darf ich jetzt auch mal Zane gemacht? Darf ich mal kurz reden? Leute, Urusfahrer. So, Melly. Das Ding war an, wir sind zusammen weggelaufen. Ich kann es nicht gewesen sein, Danny war noch drinne. Ich will es nicht, Cello. Du sitzt unter der Klausner in deinem perfekten Buch. Drei Leute sind gewesen. Matze, Zane und Melly. Ich bin die ganze Zeit mit Buch. Das ist Matze und Melly, aber ich bin es nicht. Nein. Ich rede jetzt. Wenn ich tot bin, dann weht ihr Zane. Habt ihr das verstanden? Aber nicht mich. Mert, ich zähle darauf, dass du dich durchsetzt. Ich verlasse dich jetzt. Ich weiß, dass du es nicht bist. Wäre ich im Leben, hätte ich den Genius Call mit Mert gemacht. Hätte ich überhaupt Mert abgefeuert. Was macht das fette Vieh? Er müsste jetzt doch eigentlich einen mitnehmen, no? Einfach einen mitnehmen. Am besten in den Gotti. Vor allen Leuten. Der Quark hier mockt aus allen Lichern aus der Crew. Digga, ich habe einen schlechten Crew-Tag, Mann. Mein Gott. So viele gute Tage gehabt. Aber eine Performance. Oh, die Ente, oh nein. Eine schlechte Performance. Macht alles, was ich Gutes getan habe, wieder wett. Das ist geisteskrank. Guckt sie euch an. Oh. Was? Digga, what? Digga, war bei euch die Leiche zu sehen? Nein, da war keine Leiche. Wo? Da war keine Leiche. Warte. Wurde doch jetzt umgebracht. What the fuck? Wurde jetzt gerade umgebracht? Ja, Noah Zettler war doch unten beim Reactor. Der hat doch Sender gemacht. Er wurde umgebracht. Das Ding ist, Eli war bei mir. Wer war noch bei mir in zwischen Reactor? Mert war auch bei uns und Bucher war auch bei uns. Ich nehme raus für diesen Kill. Bucher und Melly haben diesen Kill nicht gemacht. Ich war die ganze Zeit mit denen. Ich bin echt nur mit dir rumgelaufen, Eli. Zane war auch bei uns. Ich war nicht bei dir. Ich war auch gerade Reactor. Ich hab reported, ne? Aber ich bin runtergelaufen. Ich hab nicht gesehen, wer das war. Ich kann die ganze Zeit mit Jello rumgelaufen. Ich kann's abkürzen, Jungs. Es bleiben nur noch übrig Zane und Eli. Fucking Matze. Bitte kurz. Es war ein Spectre. Egal wie lange du diese Runde mit jemandem warst. Ja. Alle waren gerade miteinander, Bruder. Oh, das kann nicht sein. Müssen wir Zane von letzter Runde wählen. Ich würde Melly wählen, weil sie letzte Runde von Noah gesasst worden ist. Dann bist du der Zweite. Das müsste ein Self-Report sein. Ich laufe doch die ganze Zeit, damit ihr mich nicht. Oder was juckt mich, wie lange die Runde war? Melly, wir waren alle miteinander. Jetzt haben wir gleich wieder verloren. Ich habe Zane auch gewonnen, aber Melly wurde letzte Runde von Noah gesagt. Ja, aber Bruder, es war doch ein Self-Report. Es war doch diese Runde passiert. Du machst es gerade schon wieder so lächerlich. Matze hat ihn noch einmal verkauft bei der Rollen. Okay. Matze ist ein guter Imposter. Müsst ihr jetzt Lights machen? Und tschüss. Hallo. Kameramann, rede. Okay, wo ist die Leiche? Ganz kurz, wer hat die Leiche gefunden? Bist du in den Camps? Kommt ihm doch gerade entgegen. Die Leiche liegt in Atmen drinne. Okay. Ja, dann ist Matze, der ist mir gerade. Ja, danke schön. Mert und Eli sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Jetzt ist Eli dead, Mert reportet Eli. Hey, Melly, hör mir zu! Nein, er wollte dich gerade rausvoten! Jetzt will er mich rausvoten! Ihr hört mir jetzt beide zu! Melly ist in den Camps! Das sie überhaupt nicht gesehen! Ich weiß nicht, wie lange da drin ist! Es ist mir aber scheißegal! Melly. Ihr votet jetzt Matze raus! Nein, wir müssen nicht voten! Das ist Giga Sus, Bro! Wir müssen nicht voten! Merken Tasche, ich hasse euch fertig! Melly, geh auf der Matze! Dumm, Digga. Nein, Melly, bitte! Doch, mach einfach. Das ist der Dumme, was da reinschreibt. Dankeschön! Allahu Akbar! Und sie ist nicht mal auf Matze gegangen, ne?
Die ist nicht mal auf Matze gegangen, Bruder. Ich würde eigentlich skippen. Oh, krass, Alter. Schade. Wer hat Boding mal ein bisschen? Boding mal ein bisschen. Digga, woher, Bruder? Sie ist nicht mal auf Matze gegangen. Ich hab nichts gemacht. Er hat recht. Ich hab nichts gemacht. Ich schwör's dir, nur so gewinnst du. Es ist eine ganz andere Konzentration, ja, Bruder. Ja, aber so gar nicht ausreden lassen. Das ist im Ongas-Ding. Man muss sich ausreden lassen. Ja, das ist absoluter Klaus-Coach. Bruder, die beiden. Matze, ja, es war ja richtig, Digga. Aber trotzdem, so gar nicht ausreden lassen, ist halt Clowns. Es muss manchmal so sein. Aber wisst ihr, was ich verstehe? Warum ihr da überhaupt rumdiskutiert? Matze, safe, Zane. Zane ist tot. Zane war richtiger Call, das wisst ihr. Da muss einfach gewählt werden, ohne was zu sagen. Also hab keine Angst. Das raff ich immer nicht, dass Leute dann so schreiben, oh, du hast was gegen Mert oder so, Digga. Ich lass mich doch nicht von dem anschreien, aus der Hölle. Vor allem mit dem Call, dem ich ihm schon mal vorgeworfen habe, ob er es mit Absicht macht für Content, seine schlechten Calls. Das höre ich mir doch nicht von Mert an, Bruder. Ich hab gemockt, gut, Schere um. Das sollte auch jetzt klar sein, ne? Dass ich hier kein Herd, kein Hate gegen Mert haben möchte oder so, ne? Dass ich Mert liebe, Digga, und super, super lustiger Typ ist, so. Was soll der Mongas? Wir kochen halt die Gemüter ein bisschen über. Huch, hast du den Matze? Schon mal die Wirt-Task fertig. Sehr, sehr geil. Ach man, kämpfst du wieder an. Doppelkill. Die Leichen liegen. Ich will sofort wissen, wo. Die liegen vor. In dem Gang vor den Lightstar, also vor dieser Kabeltask, links oben. Oha, wo kommst du her? Ich bin aus Admin raus, hab die Kabeltask gemacht, bin wieder rein, wollte ein Table und du stehst da die ganze Zeit da, also du bist für mich safe halt. Ich möchte ganz kurz reingrätschen, es können nur gute links. Leute gewesen sein wegen dem Double Kill, es könnte nur sein Zane, Bucher, ich, Danny. Es war ein Double Kill zu 100%. Matze, von wo kommst du? Ich kam von unten rein. Von wo? Von Storage. Kann das wer bezeugen? Ist der Storage? Zane war schon Electrical drin, by the way. Ich war schon Electrical drin, als Eldos war Electrical drinne. Für mich. Ja. Ich habe ihn aber nicht reinlaufen sehen, muss ich sagen. Er ist rausgelaufen, ich laufe rein, Matze kommt von hinten. Also beide für mich, linke Seite, könnten es gewesen sein, weiß ich nicht. Ich habe sonst niemanden auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass Eldos am Anfang der Runde einfach rechts rumgelaufen ist, nicht eine Task gemacht hat. Irgendjemand Admin hat mich gesehen, vorher war ich auch Admin, da waren zwei Leute. Ich war da. Guck, ich sag's dir brüderlich, aber du musst doch checken, wenn ich sage, dass ein Double Kill da ist. Als ob ich Doppelkill mache, oder ich bin im Glaube ich auch nicht, Eldos. Ich sage nur alles, was ich gesehen habe, Eldos. Okay, gut, aber ich bin Crewmate, das müsst ihr wissen. Doppelkill sind zwei Leichen, die quasi nebeneinander liegen. Ach so. Ich bin auf einem Haufen und die haben Doppelkill gemacht. Ich kann es nicht gewesen sein, weil ich kam von dir aus, Bucher, und bin gerade Richtung Electrical laufen. Das kann Eldos bezeugen, ich bin direkt Electrical rein. Und Matze hat mich da drinnen stehen sehen. Und wirklich, also wenn Rose diese Karte jetzt gespielt hat, mit dass sie nicht weiß, was das Ding ist, dann hat sie diese Subs verdient. Dann nimm Subs. Es kracht, Ellie ist tot. Und weil ich eben so angeschrien wurde, ich hab mich nur verteidigt mit dem Schreien, ist meine Confidence am Boden. Ein All-Time-Low, würde ich schon fast sagen. Das, was ich jetzt gerade bin, in-game, das bin ich. Ich bin ein Clown. Das, was ich jetzt gerade bin, das bin ich. Ich bin ein Clown. Mit meiner Clownsnase auf. Schuhgröße 80. Ich habe keine Infos. Es wird krachen. Und zwar gewaltig. Melly Bucher. Okay. Ich probiere es wieder gut zu machen. Melly Bucher. Ich probiere es wieder gut zu machen. Okay, Bucher. Bin ich ein Geschenk? Nee. Problem ist, ich bin jetzt hier irgendwie die Hoffnung. Shields. Ganz viele Links. Melly, rechts. Melly, rechts. Gewesen. Okay. Double Kill wieder? Wieder Double Kill. Okay, pass auf. Okay, weil ich eben so von Matt angeschrien wurde, habe ich keine Confidence mehr. Er hat meine Confidence kaputt gemacht. Also. Kann ich übernehmen, Danny? Bucher, fang du mal an zu reden, mein Bruder. Ja, fang mal bitte an zu reden. Ich war die ganze Runde mit Danny unterwegs, auf entspannt. Wir waren so ein bisschen Electrical unterwegs, sind überall ein bisschen rumgelaufen, so ein paar Tasks gemacht. Ja. Irgendwann war da mal Eldos bei uns in Electrical und Melly auch mal. Bisschen schneller, Bruder. Ja, wir sind in Richtung Admin gelaufen, sind Table gegangen, dann wer war unten rechts? Melly kam von unten rechts. Melly war, genau, guck mal.
Melli, wer war mit dir rechts vor? Weißt du was? Ich kann es gar nicht sagen, welche Farbe das war. Einer war noch rechts. Wer war das? Ich war das. Was, Matze? Okay, pass auf. Also, buche ich die ganze Zeit zusammen. Ich war ganz kurz Admin-Table, habe zwei Leute rechts gesehen und ganz viele Leute links. Melli war unten, wenn Matze rechts war, dann sind es garantiert Rose und Noah. Und das ist ein guter Call, ich mach's wieder gut. Also, Rose und Mondi. Ey, ich bin auch ein bisschen geschockt, wenn ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das beides von denen war. Das ist aber das Einzige, was Sinn macht. Oh mein Gott, ich traue es nicht zu, aber es ist das Einzige, was Sinn macht. Wenn Melli und Matze garantiert rechts waren, ich habe alle auf Badmin links gesehen, Buka war die ganze Zeit bei mir, wir finden die Leiche in Reactor, dann müssen es Rose und Noah sein. Ach du Scheiße. Nein, macht keinen Sinn. Warum nicht? Ich war Weapons, Aufgabe machen. Gänsehaut, stimmt nicht. Ich war Admin. Es kann doch sein. Am Ende vielleicht. Lass uns erst auf Noah gehen. Was hast du gemacht? Warte, was hast du gemacht, Noah? Wir müssen schießen. Wir müssen erst. Wir müssen voten. Auf wen gewinnen? Noah, lass erst auf Noah. Lass erst auf Noah. Weil er so geisteskrank gegen zwei schießt. Lass uns erst auf Noah, bitte. Wir müssen voten. Gänseschwanz. Wenn die beiden, die machen euch Back-to-Back-Double-Kill, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab so Trust-Issues gerade, ich sag ehrlich. Machen die Back-to-Back einen Double-Kill? Oh. O2 geht nicht an. Ich glaube, wir haben's. Oh mein Gott, ich glaube, es war richtig, oder? Das muss richtig gewesen sein. Oh mein Gott! Nein! 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 Bitte nicht! Ich will nicht. Oh nein. Soll ich mir erst den Respekt wiederholen mit einem kleinen Vote? Gut, einfaches Muster, danke dafür. Da war's. Es war. Oh mein Gott. Rose, kommt aus Reactor raus, oder die Leiche. Guck mal, wir waren beide eingesperrt. Respekt an Rose. Ich bin gerade reingekommen. Du wolltest ohne Schein machen. Unschein. Noah war falsch. Ohne Schein bitte. Das war doch dein Mate, mit dem du ganze Zeit rumgelaufen bist. Andersrum. Bucher ist mit ihm rumgelaufen. Wer war's? Bucher war by the way in Capital. Warum schreibst du da falsch, du Bastard? Bucher war mit mir Upper Engine eingesperrt. Ja. Und dann bin ich runter in Reactor. Und Rose läuft raus und da liegt die Leiche von Danny. Ich möchte nochmal ganz kurz Props an Rose und Noah machen, dass sie zweimal gut gemacht. Ey, insane. Ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte, das wäre ein Bucher und Danny. Ich habe Bucher halt ganz kurz in Cafeteria gesehen, aber ich habe halt nicht. Ich habe sonst Rose nicht gesehen. Wählen. Ich bin nicht gesehen. Oh krass. Mein also, das Gott, ist ein Mondi. Matze, hast du gerade, wo Danny das gesagt hat, hast du nicht gewotet? Bruder, wie kannst du gar nicht voten? Wie kannst du nicht voten? Ganz kurz, lass mich mal kurz was sagen. Du hast völlig recht. Wie kannst du als 3 Jahre langer Spieler bei 6 nicht voten? Ja, ich verstehe es bei Melli. Hätte Noah gewotet, einfach geskippt, hättet ihr verloren. Ich hätte geskippt, Jungs. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war so lost und hab nicht geskippt. Dass ich nicht Noah und Rose zugestimmt hätte. Bucher und Danny haben sich so verteidigt. Bruder, ich dann komme skip, ganz, oder irgendwas. Du kannst skippen. Nee, nicht so, ganz kurz aber jetzt hier. Anschreien geht, aber Props geben nicht. Ja, warte doch mal kurz. Zu dir komme ich, Danny. Schöne Runde, Equator. Ich war noch nicht. Ich sage nicht, dass du nicht gewonnen. Safe.